Wir lieben und wir hassen sie. Die Souls-like Games. Am 22. September 2011 wurde eine Legende geboren. Und zwar von From Software, Dark Souls. Klar kam 2009 der Vorleger Demon's Souls raus. Und es soll noch weiter zurückgehen, aber so richtig casual wurde das Genre erst mit Dark Souls. Gott, was habe ich damals geflucht, als ich es mir gekauft habe. Und heute? Ich kann mir Souls-likes nicht mehr wegdenken. Fast alle der Spiele findet ihr übrigens auch bei mir auf dem Channel als Let's Play, falls es euch interessieren sollte. Und jetzt hier meine Top 5 Souls-likes. Platz 5 geht an Nioh. Nimm dein Schwert und reise in Japans blutige Sengoku-Zeit. Eine Epoche gezeichnet von sich bekriegenden reichen und dunklen, bösartigen Mächten. Und bahne dir als herrenloser Samurai William deinen Weg durch das Land. Inspiriert von den Spielreihen Ninja Gaiden und Dark Souls lädt dich Nioh dazu ein, die Seelenstärke eines wahren Samurais aufzubringen. Das Können und die Geduld, um auch die tödlichsten Gegner zu besiegen und den Mut, um selbst im Angesicht des Todes standhaft zu bleiben. Erkunde eine fantastische und dunkle Version Japans im 16. Jahrhundert. Kämpfe zusammen mit legendären Helden gegen schreckliche Schurken in der Zeit der streitenden Reiche. Bekämpfe erbarmungslose und groteske Gegner. Hast du den Mut, dich alleine fähigen Samurai, abscheulichen Bestien und Dämonen, die jetzt Yokai bekannt sind, zu stellen? Dann ist Nioh ein Spiel für dich und mein Platz 5. Platz Nummer 4 geht an The Search. The Search spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die Menschheit weitgehend die Rohstoffe der Welt verbraucht hat. Dies führte zu angespannten sozialen Verhältnissen, Krankheiten und einer verschmutzten Umwelt. Eine zentrale Rolle dabei spielt das Unternehmen Creo, welches der wichtigste und mächtigste Konzern der Welt ist. Der Gründer von Creo, Jonah Guttenberg, hat es sich zum Ziel gesetzt, den Verfall des Planeten Erde aufzuhalten. Seine Forschungen und Entwicklungen mündeten dabei in dem Project Resolve, bei welchem Raketen mit Chemikalien in die Stratosphäre geschossen werden, um dadurch den drohenden Klimawandelkollaps zu stoppen. Die Hauptfigur, die der Spieler im Spiel steuert, ist dabei Warren, ein älterer, eher einsamer Rollstuhlfahrer, der für Creo arbeiten will. Warren wird durch eine Katastrophe am ersten Arbeitstag bewusstlos und befindet sich mit einem schweren Exoskelett, welches von seinem Arbeitgeber Creo angeschraubt wurde, in einem zerstörten Teil eines Gebäudekomplexes wieder und kann dadurch wieder laufen. Dort warten aber bereits durchgedrehte Roboter, wahnsinnige und technische modifizierte Ex-Kollegen und andere Gegner, die den Spieler tot sehen wollen. Nun macht der Spieler sich auf die Suche, um herauszufinden, was passiert ist. Großer Pluspunkt ist das Abschlagen von Körperteilen. Klar, klingt brutal, aber so farmt man sich in The Search die Rüstungen und die Waffen, was durchaus süchtig macht. Hast du Lust, Leute zu zerlegen? Dann mit meinem Platz 4, The Search von Focus Home Interactive. Platz 3 geht an Code Vein von Bandai Namco. Die Welt, wie wir sie kennen, ist nicht mehr. In der Mitte der Zerstörung lebt eine versteckte Gruppe von Wiedergängern, genannt Vein. Diejenigen, die bleiben, kämpfen ums Überleben, indem sie sich Kraft im Austausch für ihre Erinnerung ertauschen, mit einem ständig wachsenden Verlangen nach Blut. Zu lange ohne Blut und man wird zu einem Ghoul im Vollrausch, auf der Suche nach Blut. Ohne jeglicher Menschlichkeit. Begebe dich bis ans Ende der Hölle, um deine Vergangenheit zu entschlüsseln und ihrem Albtraum in Code Vein zu entkommen. Zwar ist Code Vein etwas mit Klischee behaftet, aber auch gegen einige Meinungen behaupte ich, dass man hier eine wunderbare Story, absolut tolle Charaktere und wirklich gutes Gameplay geboten bekommt. Mit den ganzen Blutcodes, den Waffen und den Rüstungen bekommt man gute Abwechslung geboten und daher mein verdienter Platz 3. Platz 2 geht hier in diesem Fall an viele Spiele und zwar an die gesamte Dark Souls Reihe inklusive Demon's Souls. Dark Souls spielt in dem Königreich Lordran, das vom Fluch der Untoten heimgesucht wird. Du startest selbst als Untoter und erwachst im Asyl der Untoten in einer Kerkerzelle. Dir wird bei der Flucht geholfen und du kannst somit nach Lordran reisen. Nun ist es deine Aufgabe, die beiden Glocken der Erweckung zu läuten
um mehr über den Fluch, der auf dieser Welt liegt, zu erfahren. Die Welt von Dark Souls bestand lange Zeit vor Einsetzen der Spielhandlung nur aus einer grauen Einöde. Erst durch das unerklärte Aufkommen von Feuer und den darin enthaltenen Seelen entstanden humanoide Lebensformen, welche mit der Kraft von vier Fürstenseelen die Welt kultivieren konnten. Das Zeitalter des Feuers. Ab diesem Zeitpunkt unterteilt die Handlung die Humanoiden grob in normale Menschen und Herrscher. Wichtigste Person ist der Herrscher Fürst Gwyn, der Gründer und Erbauer der Spielwelt Lordran. Suchst du nach einer Herausforderung und magst es düster? Dann ist die Souls-Reihe definitiv etwas für dich. Mein Platz 2, die Souls-Like-Reihe. Und nun ist es endlich soweit. Platz 1 geht an Bloodborne. Für mich völlig zu Recht. Am 24. März 2015 entschied sich From Software dazu, mal etwas anderes auszuprobieren. Bloodborne. Als zu dem Zeitpunkt Fan von Dark Souls hat mir das nicht so recht gepasst. Ich mag keine Veränderung und der Fall zeigt mal wieder, wie falsch man in seiner Bubble liegen kann. Der Schauplatz des Spiels ist die mystische Stadt Yharnam, in der sich ein mächtiges Allheilmittel befinden soll. Der Spieler übernimmt die Rolle eines kranken Pilgers, der sich aufgemacht hat, um eine Heilung für sein Leiden zu finden. In Yharnam wird er durch eine Infusion mit heiligem Blut geheilt, jedoch mit einem Fluch belegt. Eben dieser Fluch hat sich wie eine Epidemie in Yharnam ausgebreitet und die Bevölkerung größtenteils in aggressive Bestien verwandelt, die in der ewig währenden Nacht andere Bestien jagen. Der Spieler wird zudem in eine Traumwelt, Traum des Jägers, entführt. Aus dieser Traumwelt heraus erkundet der Spieler als Bestienjäger die Stadt mit dem losen Ziel, fahles Blut zu jagen. Der frische offensive Stil steht Bloodborne gut, denn der Spieler hat kein Schild, um sich zu verteidigen, sondern ein Gewehr. Angriff ist die beste Verteidigung, trifft in dem Fall besser zu, denn kurz nachdem man einen Treffer erlitten hat, hat man die Chance, dieses Leben wieder zu erlangen, indem man selbst ordentlich Schaden austeilt. Das frische Kampfsystem plus die Atmosphäre von Yharnam runden das für mich bisher beste Souls-like-Game ab. Mein verdienter Platz 1. PS? Mir ist klar, dass jetzt jeder nach Sekiro schreien wird, aber auch wenn es bei mir hier auch das LP dazu gibt, hat mir Sekiro einfach nicht so viel getaugt wie die anderen Souls-like Games. Somit würde es bei mir vermutlich an Platz 6 kommen, somit nicht relevant für dieses Video. Was sind eure Lieblings-Souls-like Spiele und warum? Schreibt es doch mal in die Kommentare, es würde mich brennend interessieren. Ansonsten kann ich nur sagen, kramt eure Konsolen oder Controller für den PC aus und let's prepare to die again. Praise the Sun, Freunde, und bis zum nächsten Video.